Das ist jetzt eigentlich erstmal mein Plan. Geld haben wir genug. Wir gucken nochmal ganz schnell Sehenswürdigkeiten, ob ich noch irgendwas bauen kann. Kann ich. Statue des Wohlstands. Die Statue ist die Personifizierung des Wohlstands der Stadt. Anforderung für den Bau des Weltraums. Ja, bauen wir mal irgendwo hin, wo es rot ist. Außer Industrie, das lohnt sich nicht. Das ist, hier ist es noch rot. Hier ist das Krematorium im Weg. Hier wird es aber gehen. Nee, wird auch hier gehen. Nee, würde nicht gehen. Wo ist hier hin? So, gucken wir uns mal an. Nö, und das betrifft auch hier die Gebäude. Ging jetzt auch die Wertigkeit gerade nach oben. Die müssen jetzt eigentlich schon sehr viel schöner aussehen plötzlich. Ja, guckt mal hier, guckt mal hier. Die werden dann richtig schön weiß leuchten. Ich finde das super. So, was haben wir denn noch hier? Platz der Toten. Ach ja, das war dieser Engel, der mich übelst an die Doctor Who-Engel erinnert. Also die Doctor Who hier die Serie kennen. Diese Engel, wo man... Die sich nur bewegen, wenn man sie nicht ansieht, beziehungsweise wenn man blinzelt und so. Was immer total creepy ist und die sieht genauso aus. Ein gruseliger Platz zum Feiern der Totenbeseitigung der Stadt. Anforderung für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Das ist auch ein bisschen makaber, aber es haut ja... Jo, jo. So, können wir eigentlich hier hinsetzen? Hier ist auch noch rot. So, mal gucken, ob da jetzt auch nochmal die Wertigkeit hochgeht. Also hier zumindest, das Haus, ist jetzt höher gegangen. Und Gewerbe gibt es also nur 3 Stufen, okay. Muss mal gucken, da ist auch immer so ein Pfeil nach oben Symbol. Dann werden die quasi geupgradet zur nächsten Stufe und sehen dann besser aus. Ja. Also hier haben wir schon einige, die sehr gut aussehen. Geht aber noch eine Stufe höher als die hier. Und die sind aber eigentlich schon ziemlich schick. Genauso wie diese schwarz-weißen, die sehen eigentlich auch schon ganz okay aus. Geht so. Die Weißen gefallen mir eigentlich am besten. So, okay, dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen jetzt von allem was, das ist ja interessant. Industrie läuft, sieht sogar gut aus. Wie sieht's? Ach du Scheiße, also das hat sich gelohnt, zumindest hier dann doch das Netz noch ein bisschen, auch den Kreisverkehr und so. Ich denke, das war ganz gut gewesen. Aber ich überlege, dann machen wir einfach hier noch mehr Industrie hin. Wie groß habe ich denn das Viertel jetzt gemacht? Bis darüber. Ich habe eine Idee, glaube ich. Da müsste ich das wieder wegmachen. Ich will halt hier nicht so viele Kreuzungen reinbauen, weil guck mal, was jetzt hier schon los ist. Und deswegen machen wir es mal so. Ich reise die Straße hier ab. So, dann bauen wir hier. Ich habe mal da genommen, die haben wir hier genommen. Kann sein, dass wir hier auch irgendwann mit Kreisverkehr arbeiten müssen, das werden wir sehen. Hier sollten wir wahrscheinlich mal kurz eine Brücke bauen, ne? Weil sonst staut sich das so wieder, wenn so ein Kack zukommt, das auch mal ein bisschen nervt. Ach nee, das dürfte erstmal so gehen, denke ich. Ich hoffe es zumindest. Ich mach mal eine gerade. Geht nicht. Doch, würde gehen. Und bis hierhin. Gleiche machen wir hier auch. Nur falls mache ich dann halt eine Brücke hin. Das würde ja nur falls auch gehen. So, und dann würde ich hier einfach nur eine Einbahnstraße durchziehen. Ja, mit den Bäumen lohnt sich ja nicht. Das wird ja dann wieder hässlich. So. Und hier machen wir noch eine normale. Bam. Bam. So, das ist okay. Und dann machen wir jetzt hier noch Industrie hin. Und Bürogebäude machen wir auch gleich noch ein bisschen. Aber nicht hier, die machen wir... Nicht ins Industriegebiet, sondern da, wo es irgendwie ein bisschen schöner ist. Das wird bestimmt sein, auch wie dann bei Cities XXL, dass die Bürogebäude es gerne etwas schöner haben. In Bürogebieten finden gebildete Bürger Arbeit. Ihre Stadt sollte über eine Universität verfügen, damit ihnen genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Genau. So, dann können wir mal gucken, haben wir denn hier... Wir haben überhaupt keinen Platz mehr hier, ne? Aber hier können wir doch ein bisschen Bürogebiete machen. Das ist eigentlich ganz schön, der Spot. Vielleicht sollte ich es auf die Straße hier machen, weil hier ist echt schon was. Ne, ich probiere es einfach aus und vielleicht reiße ich es hier wieder ab. Mach mal hier und hier.
Mal gucken erstmal, wie sich das entwickelt. Hier ist schon Wasser. Kein Wasser. Und Strom brauchen wir auch noch. Ach du Scheiße, ja, hier haben wir eine Leitung. Ist jetzt nicht das Schönste, da das durch den Kreisverkehr zu bauen, aber es geht jetzt erstmal nicht anders. Dann machen wir schneller. So, dann kann es eigentlich losgehen hier. Das ist noch nicht verbunden? Ist das euer Ernst? So, jetzt aber. Ja, wahrscheinlich wird da noch nichts entstanden ist oder so. So, Bürogebäude entstehen. Wunder, 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 wunderbar. Gibt es auch mehrere Stufen? Ja, gibt's. Gibt's bis zu 3 Stufen. Aber zumindest haben sie schon mal eine schöne, ruhige Umgebung zum Arbeiten, was ja auch was wert ist. So, aber hier, das ist, hier werden langsam schön Hochhäuser. Das ist gut. Also das Gebäude hier, das sticht natürlich extrem hervor, aber es ist trotzdem schon nicht so schlimm. So, gut, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Oh, sind schon wieder übelst Gebäude. Okay, ich werde das mal jetzt noch schnell Feuerwehren bauen. Ist ja die Gefahr immer noch 26%. Ey, ob man das noch weiter runterbekommt, es ist ja immer extrem schwer. Ich baue jetzt einfach mal, weil ich habe ja genug Geld. Machen wir hier noch eine hin. Also das mit den Feuern unter Kontrolle zu bekommen, finde ich immer ziemlich schwierig, muss ich sagen. Hier eine hin. Die freuen sich auch drüber. Gefahr 24%. Hier muss ich ganz dringend eine bauen. Machen wir hier hin. Und hier auch noch irgendwie. Oder? 22%. Guck mal, das staut sich jetzt hier trotzdem ganz schön. Ne? Also muss man gucken, ob man da vielleicht dann doch noch Kreisverkehre bauen. Ich würde aber gerne jetzt erstmal die Stadt dann größer machen. So, 22%. Ist ja schon mal besser als nichts. Und da klingelt's. Okay, ich setze mal einen kleinen Cut los. So, Leute, da bin ich wieder. Also, wo waren wir stehen geblieben? Feuerwehr hatte ich gerade gemacht. Ich gucke nochmal ganz schnell Bildung durch. Grundschule sieht gut aus. Oberschule können wir nochmal eine bauen. Da haben wir eine. Wir haben ja überall welche. Also muss man einfach nochmal eine haben, dass die Kapazität, können wir denn das Budget noch ein bisschen erhöhen? Ich schau nochmal. Ne, jetzt haben wir schon auf 150. Ah, ja, was, die kostet jetzt auch nicht so viel Betriebskosten. Okay, dann baue ich jetzt hier einfach mal irgendwo noch eine hin. Irgendwo, was ein bisschen zentral ist. Wo haben wir denn U-Bahn-Station? Hier haben wir bestimmt irgendwo eine. Ich baue es einfach mal hier hin. So, hätten wir. Okay, und jetzt würde ich aber sehr gerne die Stadt da mal ein bisschen wieder vergrößern, muss ich ehrlich sagen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir bauen können? Wissenschaftszentrum können wir noch bauen. Im Wissenschaftszentrum versuchen die besten Wissenschaftler aus aller Welt mehr über unsere Welt herauszufinden. Ihre neuesten Entdeckungen werden Besuchern über Ausstellungen präsentiert. Anforderungen für den Bau des Hadron Collider. Okay. Irgendwo, wo es noch rot ist. Hier oben, ich finde das eigentlich ganz cool, hier oben das erstmal schön hinzubekommen. Hier ist es sogar immer noch nicht so perfekt. Aber wisst ihr was, wir setzen uns einfach mal hier ran. Das ist halt wirklich so die Touri-Meile hier. Machen wir einfach mal so. Mal gucken, wie es aussieht. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Also diese Ecke hier kann sich echt schon sehen lassen. Wir müssen nur hinbekommen, dass diese Gebäude hier auch noch so ein bisschen heller und schöner werden und so. Aber das kriegen wir schon über die Zeit hin. Das kriegen wir hin über die Zeit. So, überall diese verbrannten Häuser. Hier haben wir gerade eine Feuerwehr hingebaut. Das müsste eigentlich langsam mal laufen. Das muss ich dann halt wirklich mal große Feuerwehren bauen. Ach ja. Hier liegen ein paar Leichen rum, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt Krematorien gebaut. Also, das geht jetzt erstmal noch. Denke ich zumindest. Krass, die freuen sich sogar, wenn man sowas dann wegreißt. Das ist ja auch interessant. Ja, da freut sich. Also, die haben solche Ruinen nicht so gerne in der Nähe. Die Industrie freut die sich auch. Die freut sich nicht. Die ist da nicht so dankbar. So, wie sieht's denn aus? Das Ding ist, die produzieren ja auch Strom. 417 haben wir jetzt. Das kann man auch nachgucken, glaube ich. Ausgangsleistung 15 Megawatt. 15, ja, die laufen alle auf Hochbetrieb. Wir können sogar noch mehr lernen hier. 3%, also das geht ziemlich schnell. Machen wir erstmal die ganzen Vollen jetzt hier leer. Wir wollen es aber nicht, wie gesagt, nicht übertreiben. Ah, die müssten eigentlich noch hinterherkommen, denke ich.
Notfalls können wir die auch noch eröffnen, das ist ja kein Problem. Okay Leute, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt hier endlich mal weiter aus. Hier habe ich wieder irgendwie keine Wasserverbindung. Ist das euer Ernst? Ja, habe ich nicht. Machen wir schon mal so hier. Dann ziehen wir das gleich mal weiter. Wenn ich jetzt hier weiter bauen will, macht das hier Sinn. Ja, so ungefähr. Jetzt mal noch hier an. So, hätten wir. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie viel jetzt mittlerweile mit der U-Bahn fahren. 2485, also bald haben wir 2500. Insgesamt 3000, also über, also nicht über, unter knapp 10% von unserer Bevölkerung nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel und 165 Touris. Können natürlich dann noch eine Hafenanbindung dann bauen, noch eine weitere, aber das passt, denke ich, erstmal. Nicht genügend Verkaufswaren, okay. Ja, ist vielleicht nicht die beste Stelle, ne, so... Jedenfalls mache ich es dann. Ich kann auch. Ich mache mal Bürogebäude draus, was soll's. Vielleicht läuft das ja besser. Werden wir sehen. Jedenfalls mache ich die ganz weg wieder. Das können wir auch machen. Besucher letzte Woche 325. Das Stadion bietet Massenunterhaltung. So, jetzt habe ich aber alle einzigartigen Gebäude gebaut, die erstmal. Nein, hier geht noch was. Meer und Wolkenkratzer. Ich glaube, das Ding habe ich auch noch nicht in meinem Stream gebaut. In diesem beeindruckenden Bürogebäude haben sich viele Firmen niedergelassen. Belohnung für den Bau eines Passagierhafens und eines Frachthafens. Anforderung für den Bau des medizinischen Zentrums. Medizinisches Zentrum finde ich auch super. Hier ist es noch rot. Natürlich wäre es auch cool. Nö, ich baue das trotzdem jetzt hier irgendwie ran. Wenn, dann habe ich es aber eigentlich gerne hier irgendwie. Ich will aber nicht alle Häuser abreißen, dann machen wir einfach mal so. Entstehen ja wieder neue. So, hätten wir. Wir können ja dann auch noch Fußwege rummachen oder so. Oder dann hier Bäume bauen. Oder dann einfach das Gebiet hier freischalten. Dann müssen wir einfach mal gucken. Ansonsten sieht es noch ganz gut aus. Es sind über mal ein paar Symbole. Vielleicht sollte ich die Steuern dann auch mal wieder ein bisschen senken. Wäre auch eine Variante, aber nee, das passt jetzt erstmal. Nö, wir bauen jetzt hier erstmal weiter. Das Gebiet hier. Das Problem ist nur, was ich hier ein bisschen habe... ist, dass jetzt hier schon der Verkehr extrem staut. Das stört mich gerade ein bisschen. Wir fangen jetzt am besten mal mit einem Autobahnkreuz an. Würde ich vorschlagen. Das machen wir jetzt auch mal. Hier kann man ein Autobahnkreuz reinbauen. Ich mache mal Pause. Die Frage ist, wollen wir gleich ein großes Autobahnkreuz bauen, wo... quasi diese Kleeblattkreuzung. Oder wir bauen die Dreibahnkreuzung. Die würde natürlich jetzt am Anfang erstmal mehr Sinn machen, wenn wir die so hier setzen. Aber wenn ich das Gebiet hier irgendwann freischalte, kann ja sein, dass ich ja auch nochmal was bauen will. Ja, ich mach gleich mal. Ich mach gleich hier Kleeblattkreuzung, Leute. Hat mir besser gefallen. Deswegen, das ist das Problem an den Bubseln. Merkt ihr das? Das ist so blöd, ey. Aber warum müssen wir es halt so hinbauen? So hier. Und jetzt, hier noch wegmachen. Dass man das, dass es halbwegs noch ordentlich aussieht. Können übrigens auch Autobahn mit Lärmschutz bauen, was ich auch sehr genial finde. Das kann man gleich eigentlich mal machen. Sieht nicht perfekt aus, aber egal. Geht ja nicht anders, wegen diesen Teilen hier. Ich könnte es natürlich auch manuell bauen, das wäre auch gegangen. Aber egal. So, ich werde das mal alles noch upgraden hier, mit Lärmschutz. Ich finde das cool. Oh nein, ich habe das hier in die falsche Richtung gebaut. Hier habe ich es richtig gemacht, ne? Hier habe ich es richtig gemacht. Hier habe ich es falsch gemacht, hier vorne. So, jetzt müsste es aber passen. Mal sehen, ob es läuft noch. Ja, die läuft noch. Wie gesagt, kann das sein, dass wir irgendwann hier das Ding hier noch kaufen und dann haben wir gleich Übergang.
So, kurz nachdenken. Dann ziehen wir die jetzt erstmal ein bisschen weiter hier.